FAQ, wie man jeden Hintergrund schwarz blitzt. Und zwar, es gibt zwei Videos von mir, wo ich gezeigt habe, wie man draußen, ohne dass man Hintergrund hat wie hier, ein Bild erzeugen kann mit schwarzem Hintergrund. Und dazu kommen immer mal wieder Fragen, weil einige von euch da doch Schwierigkeiten mit haben. Und ich versuche die mal zu beantworten, nicht nur immer per persönlicher E-Mail, sondern jetzt auch nochmal als Video zeigen. Zwei Schwierigkeiten haben wir eigentlich. Zum einen, dass man das Bild gar nicht schwarz kriegt oder dass, wenn man den Blitz dazu nimmt, der Hintergrund wieder hell ist. Und es gibt mehrere Ursachen oder mögliche Ursachen dafür. Deswegen gehe ich es nochmal ganz in Ruhe durch und erkläre nochmal ganz genau, was man machen muss. Ich habe die Heidi hier und zwei Schritte. Zum einen will ich die Heidi, beziehungsweise will ich das ganze Bild komplett schwarz kriegen. Ja, weil ich will den Hintergrund schwarz kriegen. Teil 1, Hintergrund schwarz. Und dann ist die Heidi auch schwarz. Und dann blitze ich sie wieder an und mache sie wieder hell. Und jetzt kommt, das Wichtige ist, dass der Hintergrund nicht von dem Blitz wieder getroffen ist. Einige von euch schreiben mir das nämlich und dann mit Nachfragen finde ich raus, ihr seid gar nicht draußen, ihr seid drinnen. Oder ihr steht vor einer Wand. Und wenn natürlich hier eine Wand ist und ich blitze hier, dann fällt das Licht von dem Blitz auf die Wand und dann ist die Wand natürlich nicht mehr schwarz, sondern hell, weil sie vom Blitz getroffen wird. Also Lösung 1, wenn der Hintergrund mit Blitz wieder hell wird, Blitz weiter wegbringen. Also Hintergrund weiter wegbringen. Okay? Also Schritt 1, alles schwarz machen. Und da könnt ihr einfach pauschal in den manuellen Modus gehen. ISO 100 einstellen. Ganz wichtig, ISO 100. Achtet darauf, dass ihr nicht ISO Auto habt. Ja, gerade bei Nikon vertut man sich schnell, weil es ja die Möglichkeit gibt, ISO 100 einzustellen und dann trotzdem Auto dazu zu schalten. Und dann geht die Kamera natürlich auf ISO, was auch immer. Okay? Dann könnt ihr einen 250stel nehmen. Das geht nicht bei allen Kameras. Wenn ihr sicher sein wollt, nehmt ihr 160stel, aber bei fast allen Kameras ist 1:250. Die Canon 6D 180stel. Ja? Also 1:250stel wählen. Eine sehr hohe Blendenzahl. Also ich habe jetzt hier mal 16 stehen. Und dann mache ich ein Bild und es ist egal, wo ich hinhalte das Bild, weil es ist sowieso schwarz. Okay? Also das ist wichtig. Das Bild muss erstmal schwarz sein. Weil dann ist der Hintergrund schwarz und die Heidi zwar auch, aber das ändern wir jetzt. Okay? Also überhaupt nicht weitermachen, überhaupt keinen Blitz rausholen, solange nicht das Bild wirklich schwarz ist. Und dann nichts mehr anfassen. Manueller Modus 1:250, F16 in meinem Fall, ISO 100, nicht Auto. Und jetzt schalten wir den Blitz dazu. Und je nachdem, wie hell das draußen ist, macht das halt nicht mittags um 12, sondern jetzt ist mittags um 1, aber es ist bewölkt. Also viel schwieriger als jetzt wird es nicht, außer wenn jetzt noch die Sonne durchkommt. Und das passiert, glaube ich, gleich. Also, ich habe den Blitzer zugeschaltet, volle Leistung und der ist sehr nah. Ja, aber da ist eine Softbox drin, das macht gar nichts, weil einige haben mir ja auch mal geschrieben, bloß nicht mit voller Leistung ins Gesicht blitzen, mache ich ständig. Das ist ein Aufsteckblitz, der hat 50 Watt ungefähr. Das ist ja jetzt kein Studioblitz mit 1000 Watt. Okay? Also ich kann hier auch gut mal... Ja, und ich bin nicht blind. Das macht überhaupt nichts. So, also volle Leistung, dann einfach mal ausprobieren, was rauskommt. Voilà. Jetzt ist die Heidi beleuchtet. Und der Hintergrund ist in meinem Fall jetzt ein bisschen hell. Und zwar sind die Bäume dunkel und der Himmel ist hell. Weil ich jetzt nach oben gegen den Himmel geblitzt habe oder fotografiert habe. Das lässt sich auch nicht vermeiden, wenn man das mittags um 1 macht. Deswegen mache ich es jetzt, um euch das zu zeigen. Wenn also der Himmel zu hell ist, dann ist der Himmel drauf. Ja, nimmt halt nicht den Himmel, sondern ändert den Blickwinkel, dass ihr einen dunklen Hintergrund habt. Macht euch das Leben einfacher. Und jetzt ist der Hintergrund dunkel. Aber das Geländer ist wieder hell, weil das Licht hier rauf läuft, also rauf trifft und reflektiert. Okay? Wenn ihr genau sowas habt und das nicht haben wollt, müsst ihr die Heidi vom Geländer wegbringen. Oder euer Model. Ja, also von dem Hintergrund, den ihr habt. Und das ist die ganze Zauberei. Kurz nachdenken. Schwarzen Hintergrund haben wir, das hat funktioniert. Nichts an der Kamera einstellen. Blitz dazu nehmen, darauf achten, dass wir Synchronisationszeit nicht höher haben, als wir können, typischerweise 1:250. Und dann kontrollieren, dass das Model korrekt belichtet ist und der Hintergrund eben nicht.
Draußen wird das typischerweise volle Leistung sein beim Blitz und ihr werdet typischerweise sehr nah rankommen müssen oder zwei Blitze nehmen, wenn ihr das habt. Okay? Weil es jetzt halt hell ist, wenn ich das heute Abend um 6 nochmal machen würde, dann käme ich sicherlich mit halber oder Viertelleistung aus und würde das gleiche erreichen. Okay? Also, Hauptursache, ISO war auf Auto oder Halbauto wie bei Nikon, 100 plus Auto. Dann, der Hintergrund ist zu nah dran, und zwar zu nah am Blitz. Oder der Blitz ist nicht nah genug an dem Model. Wenn ihr volle Leistung habt, könnt ihr auch bei Tageslicht, zumindest wenn es bewölkt ist oder gegen Abend, könnt ihr immer mit voller Leistung vernünftig blitzen. Ja? Halt nicht mittags um 1 bei Sonnenschein und natürlich nicht, wenn ihr nur einen Blitz nehmt und der ein paar Meter vom Model weg ist. Und ich sage es nochmal, es macht überhaupt nichts mit voller Leistung, mit einer Softbox nah dran zu sein. Ja? Ich bin nicht blind. Okay? Ich hoffe, das hilft denjenigen, die noch Probleme hatten. Ansonsten, wie gesagt, es gibt 2 Videos, ich verlinke die mal. Wer alle 3 gesehen hat und immer noch nicht durchkommt, dann mache ich was falsch. Ich hoffe, ich habe das jetzt ausführlich erklärt. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.